Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, normalerweise mache ich ja keine zwei Videos hintereinander, aber dieses Video bezieht sich auf das, was ich gestern hochgeladen habe, beziehungsweise nicht direkt auf das, sondern halt im Kontext zu diesem Video. Denn in dem Video von gestern habe ich einer lieben Person aus meinem Club ein neues Pferd gekauft, neue Haare und ein neues Outfit, also ich habe sie umgestylt. Und das ist ja ein neues Format von mir, dass ich halt Leute umstyle. Und jetzt fragt euch bestimmt, okay, wo liegt das Problem? Das Problem liegt bei einer bestimmten Sache. Oh, mein Vater fängt jetzt draußen an zu saugen. Super, falls ihr das hört. Ich hoffe nicht, dass ihr es hört, aber falls ihr es hört, das ist mein Vater. Liebe Grüße an der Stelle an meinen Vater. Ja, wie gesagt, es sind halt ein paar Dinge passiert, worüber ich halt jetzt reden möchte. Und zwar habe ich das ganze Jahr im Community-Tab angekündigt und dass ich das Format halt mache, und es gab halt ein paar Leute, die mir dann halt über Instagram oder über Discord geschrieben haben, dass sie das auch gerne mal möchten, dass ich auf ihren Account gehe und ihnen halt ein Pferd kaufe bzw. sie umstyle. Normalerweise ist ja so, dass man sich über meine Homepage anmelden muss, da kann man dann auch Wünsche hinschreiben und so weiter und so fort, und ich weiß halt Bescheid und schreibe die Leute dann an, wenn ich Zeit habe. Vorweg möchte ich natürlich noch sagen, dass ich das Ganze nicht mache, um irgendwie Accounts zu bekommen. Ihr habt das vielleicht, wenn ihr das Video gestern gesehen habt, auch schon gesehen, dass ich vorher immer sage zu den Leuten, ändert für diese Zeit, in der ich das Video mache, euer Passwort und ändert es danach wieder zurück. Einfach nur, damit die Leute die Sicherheit haben, dass ich halt nicht mehr, ja, auf den Account kann. So, jetzt aber zurück zum Problem, denn es gab ein paar jüngere Leute, die die ganze Sache wahrscheinlich noch nicht so durchblickt haben, die mir dann über Instagram und Discord geschrieben haben, dass sie das auch möchten. Und mir dann halt auch sofort ihre Daten von ihrem Starstable-Account geschickt haben. Also wirklich, mein Passwort ist meine E-Mail-Adresse ist könnt ihr mir oder kannst du mir bitte ein Pferd kaufen? Ich habe da nicht drauf geantwortet und ich mache das Ganze jetzt hier, damit die Leute das halt mitbekommen und vielleicht nochmal über ihre Tat nachdenken, weil im Endeffekt ist es so, sie geben halt ihren kompletten Accountpreis. Ich meine, ich habe es nicht mehr angeschaut, ich habe nicht zurückgeantwortet, aber im Endeffekt hätte ich jetzt einfach auf die Accounts gehen können und da jede Scheiße machen können. Mache ich natürlich nicht, deswegen mache ich ja das Video hier. Aber ich hätte theoretisch da drauf gehen können, alle Pferde verkaufen können, ohne dass sie das halt mitbekommen hätten. Und genau das ist nämlich die Gefahr, wenn man halt einfach Leuten ohne Bedenken, ohne irgendwas zu wissen, ihr Passwort gibt oder das Passwort und die E-Mail-Adresse gibt. Es kann halt alles Mögliche passieren, die Leute können alles Mögliche machen, ohne dass man es halt mitbekommt. Okay, ich bin jetzt eine Person, die Videos macht, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ihr mir vertrauen könnt. Also ich meine, ich könnte auch sonst wer sein, der jetzt irgendwie sonst was auf dem Account macht. Wie gesagt, mache ich nicht. Oh, deswegen sage ich das ja extra da mit dem Passwort, dass die Leute halt vor das Passwort ändern. Aber ich meine, im Endeffekt gibt man halt den kompletten Accountpreis. Und es gibt halt auch andere Leute, die dann vielleicht in Starstable oder auf Instagram mal schreiben, hey, ich habe gesehen, du spielst Starstable, willst du mir mal deinen Account geben oder deine Daten geben? Ich möchte dir mal ein Pferd kaufen oder ich kaufe dir Lifetime Star Rider. Und dann gibt man die Daten halt hin und dann macht diese Person halt alles Mögliche. Und wenn du sie wieder bekommst, hast du halt gar nichts mehr. Ich meine, Starstable selbst sagt ja auch, dass man die Daten nicht weitergeben soll. Und das hat ja auch einen Grund. Ich meine, wie oft hört man, ah, ich wurde gehackt. Und in Wirklichkeit wurde man halt überhaupt nicht gehackt, sondern man hat die Daten weitergegeben und irgendeine Freundin oder ein Freund war halt wütend, weil man sich mit der Person gestritten hat und hat dann halt alle Pferde und Klamotten verkauft. Darüber mache ich übrigens auch noch ein Video. Und das ist halt genau der Punkt. Auch wenn ich ein Video darüber machen möchte, heißt es nicht, dass ihr mir sofort eure Accountdaten schreiben könnt, schreiben sollt. Das ist nicht das Ziel. Und ich möchte euch einfach mal darauf aufmerksam machen, dass ihr euer Passwort nicht weitergeben solltet, egal ob es eine gute Freundin ist oder ob euch jemand danach fragt. Auch wenn es eine Freundin in Real Life ist, kann trotzdem passieren, dass ihr euch mit der Person streitet. Macht das nicht, und vor allem nicht, wenn euch irgendeine fremde Person über Instagram oder Starstable anschreibt, und bitte auch nicht, wenn ihr wollt, dass eine Person ein Video mit eurem Account macht. Wartet darauf, dass ich euch anschreibe und euch die Bedingungen sage, und gebt mir nicht einfach sofort euer Passwort, wenn ihr wollt, dass ich halt euch umstyle oder sonstiges. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das ein kleines bisschen nachvollziehen und schreibt mir mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!